Der geht mit Kohlensäure, der geht ohne, der geht ohne, der geht auch ohne oder mit, der ist auch mit. Oh, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist Paddy Eve und heute zeige ich euch einmal die perfekte Zubereitung von Holy Energy, Holy Ice Tea und am Ende nochmal meine Favorite Geschmäcker. Und glaubt es mir, das ist kein Hexenwerk. Easy going. Es ist total lustig, ne? Aber ich habe öfters mal die Frage bekommen, ja, wie machst du den Shake am besten oder wie machst du den Shake richtig? Weil ich auch relativ oft mit Kohlensäure trinke und dann immer wieder das kommt, ja, Kohlensäure kannst du nicht schütteln, dann explodiert alles. Oh! Nein. Einfach nein. Glaubt es mir, das ist alles easy. Ich zeige euch jetzt, wie gesagt, wie ich den Holy Shake am besten zubereite. Schaut euch mal jetzt das ganze Sortiment an. Boah, geil. Ich habe jetzt die ganzen Favorite-Geschmäcker von mir rausgesucht. Glaubt es mir, da sind ein paar Bombendinger dabei, die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ja, wichtig zu sagen, es gibt auf jeden Fall ein paar Unterschiede, ja. Die einen mögen mit Kohlensäure, die anderen ohne. Ich selber muss sagen, es kommt immer darauf an, welcher Geschmack man gerade hat. Natürlich ist der eine mit Kohlensäure besser, aber der andere ist dann zum Beispiel auch ohne Kohlensäure besser. Ja? Das müsst ihr letztendlich natürlich für euch selber entscheiden. Ja? Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, Holy Energy mit Kohlensäure. Und glaubt es mir, da explodiert gar nichts oder sprüht oder hast nicht gesehen. Easy. So, und die wichtigste Zutat, definitiv Eis. Wir brauchen jede Menge Eis. Es muss kalt sein, richtig geil kalt. Der Eismann klingelt nicht zweimal. Dann, was auf jeden Fall extrem wichtig ist, weil einige meinen, es übertreiben zu müssen und sagen, ah, scheiße, so viel kriege ich gar nicht da raus. Nee. Ein gestrichener Löffel reicht vollkommen aus. So, ihr habt jetzt Eis im Shaker, jetzt kommt Sprudelwasser. Wichtig, ihr dürft es nicht so voll machen. So, bis hierhin reicht es komplett. Werdet ihr gleich sehen, warum. Wen nehmen wir? Ganz kurz nebenbei. Der ist zum Beispiel mit Kohlensäure extrem lecker. Der schmeckt ohne Kohlensäure besser. Mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure. Mit Kohlensäure, bei dem ist egal, mit oder ohne. Bei dem ist auch egal, mit oder ohne. Und ich würde sagen, wir nehmen, ich glaube, wir nehmen den hier. Den fühle ich momentan so dermaßen. Was aber auch geil ist, ist der hier. Das ist einer meiner Favorites. Dieser ist einer meiner Favorites und dieser ist einer meiner Favorites. Aber geschmacklich, wie gesagt, die sind einfach alle genial. So, wir nehmen aber jetzt den hier. Und jetzt aufgepasst, wichtig. Einige könnten jetzt meinen, okay, wir müssen übertreiben. Wir brauchen so einen dicken Löffel. Aber glaubt es mir, braucht ihr gar nicht. Der hier reicht vollkommen aus. Jetzt kommt ein Scoop hier rein. Ja, so. Da kommt noch ein bisschen geht. Das Geschmack ist halt echt Bombe. So, und jetzt schütteln. Ihr könnt jetzt hier am Anfang könnt ihr reinhauen, das ist gar kein Problem. Also es passiert gar nichts, null. Und ich habe volle Pulle Kohlensäure drin. So. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt öffnen. Zack, nichts passiert. Und jetzt nochmal ein wenig nachschütten. Ja. So. Zack, reicht. Und jetzt das Ganze einfach nur. Ja. Ein bisschen rühren, ja, das heißt einfach nur so, ja, einfach nur so, reicht. Und alles verteilt sich, ihr könnt sehen, hier verteilt sich alles und ihr seht, wie viel Eis ich gebrauche. Eis ist immer genial. Und wenn ihr das Ganze jetzt noch perfektionieren wollt, dann folgendes. Ein Glas. Geil. Ihr seht selber, ich nehme so viel Eis, aber es gehört einfach dazu. Eis gehört dazu. So, dann einmal, zack, perfekt. Und glaubt mal, da ist genug Kohlensäure drin. Ja, da würde ich sagen, Stößchen. Boah, der schmeckt so gut, ne? Boah. Gut, kommen wir jetzt einmal zu Eistee. Eistee genauso easy, sogar noch leichter. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan ohne Kohlensäure. Ich finde, Eistee muss ohne Kohlensäure sein. Mein persönliches Fazit. Das ist, und da, wie gesagt, müsst ihr auch nicht übertreiben. Und jetzt, glaubt es mir, das ist mit Abstand mittlerweile, glaube ich, der geilste Geschmack von Holy. Den kann ich nur empfehlen. Ach ja, apropos, wenn ihr bestellen wollt, ihr habt hier den Code, ihr habt den Link in der Beschreibung für Rabatt. Ihr könnt, glaube ich, 5 Euro sparen und einmal 10% sparen. Könnt euch gerne einmal geben. Und so sieht auf jeden Fall jetzt der Eistee aus. Ich
Ja, mal ganz kurz. Wir werden diesen hier nehmen. Der ist meine neue Nummer 1. Davor war meine Nummer 1 der hier. Und davor war es dieser hier. Ich muss sagen, ich tue mich sehr, sehr, sehr schwierig zwischen diesem und diesem hier. Aber wir werden den nehmen. Und das Geile an dem ist, der ist nicht so extrem süß. Und da reicht auch nur ein bisschen was. Da, das reicht. Zack, fertig. Boah, es ist so genial, ne? Also, ich muss sagen, mittlerweile bin ich extremer Fan von Holy, wirklich. Also, die Produkte sind so dermaßen geschmacklich gut. Also, könnt ihr mal gerne in den Kommentaren raushauen, was euer Lieblingsgeschmack ist. Bei mir ist es definitiv mittlerweile bei Eistee der neue Matcha-Grüntee. Also, Matcha-Tee mit Grüntee und Minze. Und einer meiner Favoriten ist einmal Lion, finde ich dermaßen lecker. Und halt auch den ihr gerade gesehen habt, ja, auch genial. So, dann würde ich sagen, zum Wohl. Lasst euch gut gehen, bleibt sauber, haltet die Ohren steif und vielleicht bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Ich hätte es fast vergessen. Ja, ich weiß, für euch mega uninteressant, aber für einen YouTuber oder für jemanden, der YouTube-Videos macht, natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Lasst gerne ein Däumchen da, würde mich natürlich über ein Abo mega freuen, falls ihr Bock habt. Es wäre, wie gesagt, sehr, sehr hilfreich und kostet euch gar nichts, ja. Auf dem Kanal findet ihr hier übrigens sehr viele Survival-Videos, Outdoor-Videos, dann auch über Airsoft-Thematiken, ja. Ich war letztens auf dem Dark Emergency-Event, mega geil gewesen. Natürlich auch Real Talks, Reactions, Gameplay und. Aber wir können natürlich auch gerne mal noch andere Sorten probieren, irgendwie mal so. Müsst ihr in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr das sehen wollt, dass ich irgendwie mal irgendwie einen separaten testen soll oder sonstiges. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich diesen hier drin. Ja, den trinke ich gerade auch sehr, sehr geil, gerade für die heißen Tage. Ja, lasst es mich gerne wissen und ja, jetzt muss ich Feierabend machen, denn ich starte jetzt einen Stream. Bei mir gibt es jetzt GTA Roleplay auf Twitch. Also, bleibt sauber, haltet die Ohren steif und Dankeschön fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Ah ja, da müssen wir noch drüber reden. Ich werde es nicht schaffen, mir 14 Tage lang keinen runterzuholen. Das müssen wir dann irgendwie... Du Wichser. Oh, ist das eh... Oh, das könnte von behind kommen, dieser Spruch. Das müssen wir irgendwie dann... Im wahrsten Sinne des Wortes bist du ein Wichser. Das müssen wir dann irgendwie so hinkriegen, dass du dann, keine Ahnung, mal fischen gehst oder so.